So, Kapitelauswahl. Prolog. Ich glaube, das ist das. Ja. Ach scheiße, die sind viel zu stark. Egal. Hier muss ich jetzt abwarten. Datensysteme von 9S beschädigt. Zugriff verwaltet. Scheitert auf Offline-Modus. Wo bin ich? Stimmsystem. Ich kann da durch. Kein Audio. Das ist merkwürdig. Ah. Das ist doch schon besser. ボディユニットのバイタル。
Bom. Joa hatte die Goliath-Klasse nicht im Goliath-Klasse nichts entgegenzusetzen. Das Ende war nun nur eine Frage der Zeit. Die Menschheit wird nie zu ihrem alten Ruhm zurückfinden. Mission failed. So. Ich glaube, das ist das, oder? Verlorenes Kind. Bericht an Pascal, genau. Abgeschlossene Aufgaben 58 von 60. Ja. Ich möchte bitte das mit 9S machen. Die Rutsche ist jetzt schon da, wie geil. So, Daten übertragen. So. So, Hallöchen, ich fragte mich gerade, ob du mir bei einem kleinen Projekt helfen könntest. Ich möchte, dass du alle Informationen über die alte Welt sammelst, die du bei deinen Reisen finden kannst und sie mir anschließend bringst. Wirklich? Wozu? Ich hoffe, dass Erkenntnisse aus der alten Welt dazu beitragen können, unser Leben hier im Dorf zu verbessern, welche auch immer. Ich werde natürlich auch gerne mit dir alles teilen, was wir herausfinden. Also, möchtest du uns helfen? Vielen Dank. Bitte überbringe mir alle interessanten Informationen, die du finden kannst. So, dann schließen wir die Mission auch endlich ab. Erstmal Transport, Ruinenstadt, Mitte. なぜ オペレーター21を受理9S定期連絡を行います。はいはい。こちら異常はないですよ。了解しました。それと最近の夜破機体9Sの活躍に対し司令官から直々の称賛があったことを伝えます。それに伴い9号モデルの増産の検討をするとのこと。へえ、そうなんですね。嬉しいな。この結果もオペレーターさんのサポートがあればこそですね。 オペレーターさんは冷静だし、美人だし。お世辞は不要です。以上。お世辞じゃないんだけどな。<笑>
So. Informationen über die alte Welt aktualisiert. Archiv erhalten. Nuklearwaffenherstellung. Handbuch. Was steht denn da? Archiv, 100%, sehr schön. Alte Weltinformation. Nuklearwaffenherstellungshandbuch. Lieber Kamerad, ich habe tolle Neuigkeiten. Ich konnte 12 Kilogramm dichtes, hochkonzentriertes Plutonium von einem feindlichen Labor beschaffen. Nach sorgfältiger Analyse bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wir damit 3 Atombomben bauen können. Die Beschaffung der restlichen Materialien sollte jetzt ein Kinderspiel sein. Nur so können wir sie auf die Wahrheit aufmerksam machen. Es ist allerdings keine leichte Aufgabe, so eine Bombe zu bauen. Sollte ich in der Zwischenzeit getötet werden, dann geht dieses Wissen verloren. Aus diesem Grund habe ich einen Bauplan in diesem Festspeicher abgelegt und dir überlassen. So sollte jeder, der nur ein bisschen Ahnung von Technik hat, die Bomben bauen können. Und vergiss nicht, wir handeln nicht aus Rachsucht. Rachsucht, das ist göttliche Bestrafung. Möge der Segen Gottes immer mit dir sein. So. Pascalsdorf. Jetzt bin ich gespannt. Danach wird Zeit für die Waffengeschichten, dass ich die mal vorlese. Habe ich nämlich auch noch nicht getan. Ah, lass mich mal sehen. Meine Güte, das sind in der Tat sehr wertvolle Informationen. Tja. Unser Wissen über Kernfusionstechnologie ist schon vor langer Zeit verloren gegangen. Sie ist eine technische Herausforderung, von den üblen Umweltauswirkungen ganz abgesehen. Da hatten unsere Schöpfer diese Daten verschlossen. Es tut mir leid, Line-S, aber ich kann diese Informationen nicht annehmen. Sie sind einfach zu gefährlich. Aha. Trotzdem danke ich dir, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Bitte erlaube mir, dich dafür zu entschädigen. Oh, alles gut überstanden? Das war ein heftiges Erdbeben. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, S, was meinst du? Wird es meinem Volk verübeln, die Nukleartechnologie ignoriert zu haben, falls das Dorf irgendwann einmal zerstört werden sollte? Ich weiß es nicht, Pascal. Das kann ich nicht beurteilen. Ich verstehe. Ja, wir wissen ja, wie das ausging. Pascals Dorf tot. Komplett. Alle zerstört. So, Waffen. Alle Waffen. Details. Bloße Androidenfäuste sind passable Waffen, doch effektive Treffer an Maschinenwesen sind schwierig. Treue. Das Schwert eines Dieners, der seinen Herrscher verehrte, sowohl Klinge als auch Treue sind rein. Das Angriffstempo Kugelsauger. Projektilzerschneidung stellt LP wieder her. In einer fernöstlichen Hauptstadt lebte einst ein Poet, der sich ganz seiner Kunst hingab. Doch seine Worte erreichten die Herzen der Menschen nicht. Schon bald nagte er am Hungertuch und sein Leben wurde unerträglich hart. Der Poet erkannte sein unzureichendes Talent. Er legte den Stift nieder und arbeitete fortan auf dem Land. Schnell wurde seine blasse Haut dunkel,
und sein einst so schwacher Körper wurde sehnig und kräftig. Er fand eine Frau und heiratete sie. Jahre später wurde ihr Kind geboren. Die Zeit verstrich friedlich und ohne Probleme. Irgendwann ahnte er, dass es wohl kein größeres Glück geben könnte. Oder so ähnlich schrieb es der Poet nieder, bevor er den Stift weglegte, das Blatt schluckte und betete, dass das nächste Leben gut sein würde. Dann vergrub er seinen Glauben tief in sich. Wow. Eisenrohr. Normales Eisenrohr. Ein rostiges Eisenrohr voller Flüssigkeiten von Maschinenwesen. Voller Flüssigkeit von Maschinenwesen. Geschichte von Papa Nier. Papa, wenn dir kalt ist, gebe ich dir gern meinen Hut. Schließlich bist du der beste Vater der Welt. Papa, wenn du hungrig bist, gebe ich dir gern meinen Keks. Du bist immerhin mein Lieblingsmensch auf dieser Welt. Papa, wenn du Angst hast, schlafe ich gerne an deiner Seite. Du bist doch mein bester Freund auf dieser Welt. Also geh bitte nicht weg. In Ordnung, Papa? Lass deine Jona nicht allein. Okay? Eigentlich ja Bruder, aber okay. Das Schwert mit dem Bestienkönig als Motiv. Ein Schwert mit einem Bestienmotiv. Es ist kurz und dünn und bleibt deshalb leicht unbemerkt. Es waren einmal drei Prinzessinnen. Die mittlere war zwar nicht besonders schlau, aber überall als große Schönheit bekannt. Als sie alt genug war, wurde sie mit dem König eines Nachbarreichs vermählt. Der Nachbarkönig himmelte die Jungvermählte an und schätzte ihr Aussehen über alles. Er schenkte der Prinzessin täglich 6 neue Kleider und 8 frische Blumen. Und durch seine Liebe erblühte ihre Schönheit immer mehr. Die mittlere Prinzessin tat alles, um ihre Schönheit für den König zu erhalten. Aber sie wusste, der Zahn der Zeit würde irgendwann an ihr nagen. Nach langen Grübeln ersann sie daher einen gerissenen Plan. Die Prinzessin ließ sich ausstopfen und aufstellen, sodass sie für immer schön bliebe. Der König vergoss Freudentränen bei dem Anblick. Doch bei einem Krieg 2 Jahre später wurde sie von Trümmern der Burg zerquetscht. Diese Geschichten, ne? Wir machen das nächste. Bestienlord. Ein Schwert mit Biestmotiv, das alles niedermäht, die Autorität seines Trägers anzweifeln. Es waren einmal 3 Prinzessinnen. Die älteste wurde als Wissen vermittelt, und die klügste Frau im Königreich zu sein. Schon bald saß sie als Königin auf dem Thron ihres Heimatlandes. Die neue Königin stellte eine mächtige Armee auf. Zur Finanzierung besteuerte sie ihre Untertanen, die im Gegenzug jedoch Arbeitsplätze in den neuen Kriegsfabriken erhielten. Menschen arbeiteten, Geld floss, und je stärker die Armee wuchs, desto mehr Fabriken waren nötig. Ein Kreislauf, mehr Arbeit, mehr Geld, mehr Arbeit, mehr Geld. Alles lief, wie die Königin es geplant hatte. Um das Königreich weiter zu stärken, wurden wir in Maschinen verwandelt. Dadurch sollten wir unsere Leistungen in Fabriken und beim Militär erhöhen. Unsere Königin jedoch wurde zum Steuerungssystem. Irgendwas mit Bestie sein, ne? Bestienfluch, das ist. Ein Speer mit Bestienmotiv, einst von einem Fürst zur Unterdrückung aufmüpfiger Untertanen genutzt. Es waren einmal 3 Prinzessinnen. Die jüngste Prinzessin galt überall als die hässlichste Frau im ganzen Land. Doch ihr Herz war sanft, ehrlich und rein. Beseelt davon, Notleidenden zu helfen, reiste die jüngste Prinzessin durchs Land, um den Bauern Beistand anzubieten. Doch sie wiesen ihr Wohlwollen mit grausamen Worten zurück. Die Prinzessin wusste, dass sie wegen ihres Aussehens gemieden wurde. Dennoch widmete sie ihr Leben der Hilfe anderer und nahm an, nur noch mehr Hingabe zeigen zu müssen. Tag für Tag
ging das so weiter, endlose Jahre lang. Die jüngste Prinzessin starb einsam, zusammengekauert in einer nasskalten Gasse. Niemand fand den Mut, sie zu bestatten, weil sie so hässlich war. So verweste sie am Ort und Stelle, bis sie völlig im Erdboden verschwand. Ich will noch mehr wie das andere Bild hier finden. Schwerttyp 3 vielleicht? Nein. Eisener Wille? Eisener Wille. Die Schwertklinge, stumpf durch Jahre der Untätigkeit, war, wie der Name sagt, ein einfaches Stück Eisen. Seine blutige Vergangenheit besteht nur aus rostigen Erinnerungen, die dem narbigen Stahl zu Leibe rücken. Wer sollte dieses Stück Eisen noch führen, dessen Klinge nun hinüber ist? Wer könnte es mögen, wenn es den Feind nur verprügeln, aber nicht aufschlitzen kann? Wer könnte sich diesem Unsinn hingeben? Das Schwert seufzte leicht, als es endlich zur Ruhe kam, doch bevor es friedlich zu Staub zerfallen konnte, nahm eine Gruppe machthungriger Narren es auf und machte seinen Traum erneut zunichte. Roter Rost waren die Tränen der Waffen, Blut und durchtrenntes Fleisch der Beweis für seinen Fluch. Nun soll es wieder Knochen brechen, Fleisch zerfetzen. Dies und mehr soll die Büße für seine Sünden sein. Phönixdolch. Ein Ritualobjekt aus der Feder eines Phönix. Ein zeremonielles Werkzeug, angeblich aus Phönixfedern, dekorativ und nicht kampferprobt. Am Tag ihrer Hochzeit lag das Mädchen da. Ihre Eltern und ihre Liebsten waren tot. Sie selbst wurde neben ihren Leichen geschändet. Als sie schwor, die grausamen Täter umzubringen, erschien ein leuchtender Singvogel. »Ich will deinen Wunsch erfüllen«, sagte er. »Wünsche bei diesem Dolch und vergiss nie den Hass, den du spürst.« Das Mädchen packte die Waffe und zischte. »Ich schwöre, nie zu vergessen. Bitte bereite ihnen einen qualvollen Tod.« Die Zeit verstrich und irgendwann erhielt sie ihre Rache. Jahre später, sie war schon alt, erschien der Vogel erneut. »Was ist mit deinem Schwur?«, fragte er, doch sie verstand nicht. Was war aus ihrem geliebten Dolch geworden? In dieser Nacht brachen Diebe in ihr Haus ein, schändeten ihre Tochter und ermordeten ihr Enkelkind. Der Singvogel erschien wieder und fragte: Wie lange wird dein Hass dieses Mal brennen? Diese Geschichten, die machen mich fertig irgendwann. Die machen mich irgendwann fertig. Eisener Wille, ein riesiges Eisenschwert. Da haben wir die Details vergessen. Die Kraft dieser stumpfen Klinge kommt von ihrer Masse. Riecht sie nach Eisen oder Blut? Phönix Schwert. Ein Großschwert aus der Feder eines Phönix. Ein Schwert, das angeblich aus Phönixfedern besteht und von Tempelwachen genutzt wird. Eines Tages verirrte sich ein Falke im Wald. Vergeblich versuchte er, nach Hause zu finden.
Bald wurden seine stolzen Schwingen schwach. Dem Tod nah nahm sich ein Singvogel des Falken an und half ihm so gut er konnte. Der Singvogel pflegte den Falken langsam gesund. Wie wunderschön es aussah, wenn sich die kleine weiße, der kleine weiße Vogel in die eleganten Schwingen des Falken kuschelte. Bald wurden die anderen Tiere im Wald neidisch. Als der Falke gesundet war, wurde es Zeit für ihn, den Wald zu verlassen. Doch bevor er davonflog, versprach er, dass er eines Tages wiederkommen werde. Als Zeichen der Freundschaft schenkte ihm der Singvogel eine seiner leuchtenden Federn. Wie versprochen, kam der Falke eines Tages zurück, jedoch mit einem Menschen im Schlepptau. Gut gemacht, sagte der Mensch. Diese Federn sind auf dem Markt viel wert. Dann erschlug er den Singvogel und rupfte seinen Leichnam. Was lernen wir daraus? Menschen sind Monster. Phönixsanze, ein Speer aus der Feder eines Phönix. Phönixblitz, Chance auf plus LP, wenn Feinde Schaden erleiden. Das ist cool. Dieser dekorative Speer, der aus Phönixfedern bestehen soll, wurde von Mönchen benutzt. Die Legende erzählt von einem beispiellos mächtigen Krieger. Ein Phönix verlieh ihm Unsterblichkeit. Er zog von Krieg zu Krieg, immer auf der Suche, seine Kräfte zu beweisen. Schließlich überforderte sein unsterblicher Körper seinen Geist. Er rammte sich wieder und wieder seinen Speer in den Leib, doch jedes Mal schloss sich die Wunde. Es blieb nicht einmal eine Narbe. Er sprang von Klippen, stürzte sich in die tobende See, zündete sich an, aber immer ohne Erfolg. Doch eines Tages glitt er gnadenvoll in eine tiefe Ohnmacht und erwachte Jahrhunderte später mit einem Singvogel auf der Brust. Du hast für deine Sünden gebüßt, sagte der Vogel. Wenn du es wünschst, werde ich dich vom einsamen Leben befreien. Der Mann vergoss Freudentränen und dankte den Göttern, bevor er den Vogel plötzlich zu Tode trampelte. So, uralter Herrscher. Details. Ein Schwert mit einer unbehaglichen Aura. Vor langer Zeit nutzte ein grausamer Fürst dieses Schwert gegen seine eigenen Untertanen. Schockwelle beim Treffen feindlicher Projektile. Eines Tages plünderten Banditen ein Dorf. Um ihre Familie zu schützen, ergriff ein junges Mädchen einen Dolch, den sie gefunden hatte, und tötete einen davon. Die Familie war schockiert, doch die Banditen flohen und kamen nie wieder. 5 Jahre verstrichen, dann 10, dann 20. Die Familie, die sie beschützt hatte, wurde älter, doch das Mädchen nicht. Irgendwann gingen die anderen Dorfbewohner ihr aus dem Weg. Weil niemand mehr mit ihr sprach, verließ sie ihr Dorf, erkundete die Welt und besuchte viele fremde Länder. Als die Jahre verstrichen, wurde ihr Geschick und ihr Ruhm als Meisterschwertkämpferin zur Legende. Ewiges Leben, eine mächtige Waffe und grenzenlose Erfahrung. Mit diesen Talenten wurde sie Königin einer Nation. Trotzdem war sie von Leere erfüllt, denn sie sehnte sich nach der Herzlichkeit ihrer Familie, die sie verloren hatte. Dragonerlanze, der ein Speer, der symbolisch für das Bündnis eines mächtigen Kriegsherrn mit einem Drachen steht. Symbol der Bande zwischen Herrscher und Drachen. Ich hatte einen Traum von dem Tag, an dem ich ihn traf. Er war klein, er war unbedeutend, er war schwach.
Doch er hasste die Welt ebenso wie ich. Ich beschloss, ihm zu helfen, und er tat dasselbe für mich. So wurde unsere Freundschaft geboren. Die war natürlich nicht perfekt. Wir machten beide Fehler. Trotzdem blieben wir Freunde. Der zarte Wind, der dieses Grasland streichelte, hatte einen angenehmen Duft. Ich berühre mit meiner Wange die seine, und er zuckt, als hätte es ihn gekitzelt. Dann breite ich meine Flügel aus und lasse mich von ihm in die Höhen tragen. Ein Schwert, das innerhalb der königlichen Familie eines Landes voller Magie vererbt wurde. Magische Klinge einer Königsfamilie. Ein kleiner Prinz schläft alleine in diesem riesigen Schlafzimmer. Papa, Papa, ich will nicht alleine schlafen, denkt er sich, sagt aber kein Wort. Der König aber darf nicht gestört werden. Der König ist alleine in seinem riesigen Büro und erledigt Staatsangelegenheiten. Er möchte doch nur bei seiner Familie sein und seinen Sohn sanft in die Arme nehmen. Doch er muss fürs Volk da sein. Eines Tages beim Essen fragt der König den Sohn, was er sich am meisten wünscht. Der König möchte mehr gemeinsame Zeit, doch der Junge hebt langsam die Finger und zeigt auf ein Schwert an der Wand. Es ist ein antikes Schwert, ein Familienerbstück, ein Zeichen für den Antritt der Herrschaft. Eines Tages, sagt der König, der ihm nur noch eine gute Nachtgeschichte vorlesen möchte. So, Schwerttyp 4.0, das neueste Yoa-Modell. Eine fortgeschrittene Klinge für Elite-Yoa-Mitglieder an der Front. Kraft steigt mit Ladung. Yoha, Forschung und Entwicklung, Teamtagebuch, 29. August. Meeting zum Fortschritt der neuen Waffe abgehalten. Angesichts der vielen Beobachter via Orbit-Satelliten ist anzunehmen, dass sie viel von uns erwarten. 10. Dezember, hatten heute unsere erste Kerninstallation. Es gab beunruhigende Anzeichen, darunter Probleme mit unerwartetem igulären Output und Kernverteidigungen. 8. Januar, die Schaltkreise von 3 Angestellten sind nacheinander durchgebrannt, nachdem wir versucht haben, den Kernschutz zu entfernen. Ich habe Ersatzpersonal angefordert. 15. Januar. Das Kommando hat unser Projekt gekappt. Die Waffe wird offiziell in Betrieb gehen, wobei der Kern versiegelt bleibt. Für eine fortgeschrittene Yoa-Waffe, um Maschinenwesen zu zerstören. Kraft steigt mit Ladung. Entwicklungstagebuch 0504. Takada. Ich hatte eine unglaubliche Idee, etwas, das noch nie zuvor jemand gemacht hat. Gleich morgen früh, als erstes, werde ich es ausprobieren. 0704. Der Boss hat meine Idee, Metalllegierungen mit magischen Elementen zu versehen, abgewiesen. Dreifach verdammter Narr. Begreift er nicht, wie viel Geld wir damit machen können? 1201. Es läuft nicht sehr gut. Die Haare fallen mir aus. Ich denke, es liegt am Stress. Ich muss einen Weg finden, dieses Projekt erfolgreich zu machen. Und zwar bald. 1215, Fujita. Konnte das Problem beim Datencheck nicht finden, aber ich gebe nicht auf. Nach Takadas Tod liegt es an mir. Ich bin der Einzige, der seine Arbeit fortsetzen kann. Lanzentyp 4.0. Joa, Kommandantenwachen. Tragen diesen Speer. Kraft steigt mit Ladung. Hallo Leute, ich bin's. 4-2S, euer Lieblingsidol des Yoha-Trupps zum Verteidigungshauptquartier Nord-1-2-C. Ich habe hier die neuesten Frontinfos. Also, lasst uns alle losziehen und unser Bestes geben, ja? Los, Team! Hallöchen, Kameraden. Ich will nichts beschönigen. Es gibt keinen Grund zum Optimismus. Aber wir erwarten jeden Moment Verstärkung von unseren Satellitenbasen im Orbit. Gebt also nicht auf, der Menschheit zur Ehre. Mayday, Mayday! Hier ist Publicity Agent 4-2S vom Verteidigungshauptquartier Nord-1-2-C.
Hört mich jemand? Unsere Einrichtung ist vollständig von Biomaschinen umzingelt. Ich weiß nicht, wie lang... Keine Übertragung auf diesem Kanal. Fausttyp 4.0. Zioha Knöchelwaffen aus dem Jahr 11.940 werden mit mehr Energieladung stärker. System Joha. Daten der Einheit hochladen. Checkout HC. IO schließen. Kern duplizieren. Joha-Einheit finden. Daten aktualisieren. Daten prüfen. Konversationslog löschen. Daten der Einheit löschen. Systemdaten löschen. Verlassen. Wow. Schwert Typ 3, ein altes Joha-Modell. Eine betagte Joha-Klinge, bewährt bei Androiden-Veteranen. Kein neues Modell, aber zuverlässig. Die Waffen des Schmieds waren weder auffällig noch ansprechend, aber im Kampf versagten sie nie. Die Zuverlässigkeit bescherte ihm eine endlose Zahl loyaler Kunden. Und doch nagte etwas am Schmied. Seine zahlreichen Waffen hatte er immer nur an Schweinen und Kühen getestet. Er fragte sich, wie es wohl sei, sie einmal an den Menschen auszuprobieren. Der Schmied ging mit einem Schwert zum Schlachtfeld, hieb auf die Leichen ein und war enttäuscht, wie leicht es durch die Körper glitt. Das war nicht befriedigend, er wollte spüren, wie er damit durchs Fleisch schlitzte. Daher überarbeitete er ein Schwert und bedachte nicht den Schmerz, den es verursachen würde, bis eines Nachts ein Räuber bei ihm einbrach, sich die Waffe griff und zeigte, wie effektiv sie war. Eine ältere, langlebige Joha-Waffe geeignet, um Maschinenwesen zu Schrott zu verarbeiten. Das Großschwert war für den heftigen Schmerz bekannt, den es seinen Opfern zufügte. Nur deshalb hatte es sich ein Mann trotz seines Gewichts genommen. Denn er wusste, dass er so gefürchtet wurde und Konflikte vermeiden konnte. Der Ruf des Mannes verbreitete sich im Dorf, obwohl er seine Klinge nie zog. »Lass dir nicht diese schreckliche Waffe einsetzen«, flüsterten die Bewohner. Der Mann schmunzelte. Er wusste, Angst war der beste Weg zum Frieden. Bald ließ der Mann zahlreiche solcher Waffen anfertigen. Er gab sie den anderen Dorfbewohnern. Er hoffte, sie würden Konflikte dann eher mit Worten als mit Gewalt austragen. Und sein Plan funktionierte. Für eine Weile. Alle Seiten in Schach zu halten, ist einfach, wenn niemand seine Macht einsetzt. Doch sobald die Schwelle überschritten wird, ist das Ende nah. Und so verwandelte sich das friedliche Dorf über Nacht in eine wahre Hölle. Lanzentyp 3. Ein alter Joha-Speer, gebaut, um alte menschliche Waffen zu imitieren. Altmodisch, aber bewährt. Die schlichte Lanze spießte ihre Feinde mit maschinengenauer Präzision auf. Das Geräusch von Metall auf Knochen in Verbindung mit dem schmerzerfüllten Schreien der Opfer klang wie Musik in den Ohren des Söldnermädchens. Tag für Tag kehrte sie zum Schlachtfeld zurück, begierig auf mehr Musik. Hier ein wahrer Hühner mit schwabbelndem Hüftfett. Dort ein dünner, feiner Herr, dessen Knochen sicher süßere Klänge erzeugen würden. Ach, wen nur zuerst? Das Mädchen kämpfte lange und erstach zahllose Feinde auf der Suche nach dem idealen Schrei. Schrill und mag. Erschütternd. Doch dieses Ideal blieb ihr versagt. Wie sehr sie sich auch bemühte, würde sie je finden, wonach sie suchte? Geschichte kenne ich schon. Ich weiß, wie das jetzt endet. Auch krass. Plötzlich fand sie ein ansprechendes Stück Fleisch neben sich. Ihr Strich brachte einen Schrei hervor, so rein, dass sie lächeln musste. Lächelnd stach sie wieder und wieder zu, unfähig zu erkennen, dass es ihr eigenes Kind war. Ey, wie krass! Das... Boah! Letzter Treffer von Nahkampfkombos explodiert. Okay. Wahnsinn! Fausttyp 3. Diese alten Joha-Waffen haben einen simplen, aber effektiven Explosionsmechanismus. Der Mann gab einen unmenschlichen Schrei von sich, als er seine Faust auf den Schädel seines Gegners krachen ließ.
und noch einmal und wieder und wieder, bis das Opfer nur noch ein einziger blutiger Klumpen war. Der Mann hatte eine wunderschöne Frau, die jeden verrückt vor Neid machte. Sie lebten ein einfaches, glückliches Leben, doch der Mann wollte seine Frau um jeden Preis in Sicherheit wiegen. Eines Nachts kam der Mann nach Hause und fand einen Fremden in seinem Bett. Seine Frau sagte, dass er sich ihr aufgedrängt hätte. Da kochte der Zorn in dem Mann über und er schwor, Rache zu üben. Der Mann kaufte eine Waffe von einem Schmied, der berühmt für seine Folterwerkzeuge war. Er benutzte sie, um seine Frau zu strafen, denn er konnte nicht ertragen, dass sie ihre Tugend nicht hatte bewahren können. Ein Stock aus Zypressenholz, ein Stock aus Zypressenholz, kaum als Waffe zu bezeichnen, aber sein Nutzer macht er Mut. Aufwachen, heute ist ein besonderer Tag. Heute besuchst du zum ersten Mal die Burg, ruft meine Mutter aus vollem Hals. Verärgert kriege ich aus meinem Bett. Mein 16. Geburtstag und ich habe eine Audienz beim König. Meine Mutter hatte Sorge, dass der König mir eine wichtige Aufgabe zuteilen könnte. Daher gibt sie mir einen Zypressenstock. Na toll. Auf unserem Weg zur Burg labert Mama nur davon, wie toll das ist und wie lange sie schon darauf wartet. Ich habe das schon millionenmal gehört. Daher halte ich, wie immer, den Mund. Bei der Ankunft sehe ich einen Freund aus der Burg kommen. Er sieht wie ein Superheld aus. Oh Mann, naja, wenigstens muss ich mich nur darum kümmern, ein guter Schreiner zu werden, wie mein Vater. Wow. Ich weiß, ich sag ziemlich oft wow, aber das ist auch Wahnsinn. Ein weißes Schwert ist der Ost-Samurai. Ein weißes Schwert, wie es Samurai früher trugen, sieht protzig aus, ist aber von höchster Qualität. Wie lange kann ich auf diesem blutigen Schlachtfeld kämpfen? Wie lange, frage ich mich. Wie lange kann ich diesen endlosen Krieg weiter beschützen, was ich so liebe? Wie lange, frage ich mich. Wie lange kann ich noch an eine Welt glauben, die so sehr voller Hinterlist und Wahnsinn ist? Wie lange, frage ich mich. Wie lange kann ich die düstere Zukunft dieser Welt noch verdrängen? Wie lange, frage ich mich. Tugendabkommen, ein weißes Schwert der Ost-Samurai. Die schreiend weiße Klinge des Samurai-Schwertes hat noch keinen Tropfen Blut gesehen. Erste Begegnung mit meinem Liebhaber. Fehlgeschlagene Verbindung zu meinem Liebhaber. Mein Liebhaber ging in die Ferne. Mit dem Tod verschwand mein Liebhaber in die Ewigkeit. Machen wir doch nochmal hier. Grausamer Blutschwur. Nein. Grausamer Schwur, das war das. Schwarzes Schwert eines orientalischen Kriegers hat die Aura einer ernstzunehmenden Waffe. Ein schwarzes Schwert der Ostkrieger. Vor langer Zeit gab es eine Gruppe von 7 Jungen, die im selben Dorf geboren waren. Obwohl nicht verwandt, behandelten sie sich wie Familienmitglieder. In einer kalten Nacht erschien eine Wahrsagerin und warnte vor einem Verräter unter ihnen. Die Jungen lachten und nahmen es gelassen, doch am Morgen war einer von ihnen tot. In jeder folgenden Nacht starb ein weiterer Junge. Das gegenseitige Misstrauen wurde immer größer und die Überlebenden quälten sich mit Gedanken über das Geschehen. Am Morgen des 7. Tages war nur noch einer übrig. Er wischte das Blut von seinen Händen und sagte kichernd zu sich selbst: Ich suche mal besser den Verräter. Hatte das doch schon, oder? Typ 3? Nee. Typ 4? Nein.
Ich hab doch gerade... Schwert. Sowas schon gelesen, oder nicht? Egal. Grausamer Blutschwur. Ich werde die Zeit nie vergessen, als wir uns trafen. Ich wusste, unsere Liebe würde ewig halten. Doch trotz unserer Nähe blieben seine Gefühle ein Geheimnis. Es tat weh, nicht zu wissen, was er dachte. So weh, wenn ich nah war, tat ich ihm weh. Doch fern zu sein, schmerzte ihn noch mehr. Endlich habe ich meinen Platz im Leben gefunden. Einen Platz so nah wie möglich und doch unendlich fern. Ich verstehe das nicht. Was ist mit dem Phönix? Ah, hier. Joha-Schwert. Diese gewöhnliche Klinge ist die Standardwaffe aller Joha-Truppen. Guten Morgen, liebe Hörer. Es wird Zeit für einen weiteren Hörerbrief mit eurem Radio-Idol DJ24D. Also starten wir diesen Tag, alles klar? Wie geht's, liebe Hörer? Ja, ich weiß schon, ihr denkt alle noch an die Aufräumaktion von gestern, richtig? Wir haben vielleicht viele gute Jobs, Leute verloren, aber immerhin ist ja unser Job, stimmt's? Hallöchen, liebe Hörer, euer Radio-Idol DJ24D hat in letzter Zeit wenig Hörerbriefe bekommen. Mögt ihr mich nicht mehr? Oder hört vielleicht niemand zu? Egal, wer ist bereit loszulegen? Hallo? Ist da jemand? Ist das Ding überhaupt an? Ich bin's, liebe Hörer. 24D, ich bin ein Idol, schon vergessen? Ein Idol. Ein Idol. Ein Idol. Ein schwarzes Schwert der Ostkrieger. Und ein schwarzes Schwert der Ostkriegsmönche. Dieses Schwert eines Kriegers ist durch das Blut jahrelanger Kämpfe pechschwarz gefärbt. Tugendwürde. Ein weißer Speer der Ostsamurais. Diese blitzweiße Speer strahlt mit dem Stolz des arroganten Samurais, den einst trug. Der elegante weiße Speer wurde von einem Tyrannen gefertigt, als Geschenk für seine Frau, deren Eltern er Jahre zuvor getötet hatte. Sie bewahrte ihn unter dem Bett auf. Später rammte sie ihn 30 Mal in seinen Körper. Die zweite Speerbesitzerin war eine mutige Bürgermeisterin, die Banditen bekämpfte. Im Alter versiegten ihre Kräfte. Eines Nachts kreiste eine Gruppe junger Räuber sie ein, nahm ihr alles, auch das Leben. Die dritte Besitzerin war eine gierige, betrügerische Händlerin. Bald wurde sie gemieden und verarmte. Daher beschloss sie, sich zu erhängen. Der ungenutzte Speer lehnte in einer Ecke ihrer Wohnung als Dekoration. Der vierte Besitzer war ein guter Junge, der seiner kränklichen Schwester helfen wollte. Er gab alles, dafür auch seine Existenz und die von allem anderen auf der Welt. Das ist die Geschichte vom Bruder Nier. Grausame Arroganz. Ein schwarzer Speer der Ostkriegsmönche. Die tiefschwarze Spitze glänzt mit der Unbarmherzigkeit des Kriegers, der keine Gnade kennt. Die dunkle, grässliche Lanze war von einer wunderschönen Handwerkerin gefertigt worden. Jedermann war voll des Lobes, da wurde ihr Lehrling neidisch und erschlug sie. Die Lanze selbst verschwand bald im Nebel der Zeit. Der zweite Lanzenbesitzer war Puppenspieler. Er schuf eine Puppe mit Federantrieb, die fast alles konnte. Als er ihr die Lanze gab, rammte sie ihm die Waffe in den Schädel, direkt zwischen die Augen. Der dritte Besitzer war ein junger Prinz. Die Lanze war ein Geschenk der Königin, die bald darauf starb. Am Abend nach ihrer Beisetzung verschwand die Lanze aus dem Zimmer des Prinzen. Zurück blieb nur ein kleiner Leichnam im Kinderbett. Der vierte Besitzer war ein einfacher, ehrlicher Mann, der seiner kranken Tochter helfen wollte. Er gab alles dafür,
auch seine Existenz und die von allem anderen auf der Welt. Und das war Papa Nier. Tugendtrauer. Eine Waffe aus einer weißen Ostrüstung. Ein kühlweißer Samurai, Panzerhandschuh, der von seinem Meister gepflegt wurde, sah nie den Kampf. Ich sehe dich in meinem Schlaf, im unruhigen Schlaf. Mein Herz zerspringt, wenn ich erwache. Ich brenne darauf, dich in Wirklichkeit zu sehen. Ich jage der Frau nach, die sich nach dir verzehrt. Der Schrei entzückt mich. Dein Körper und Herz sollen mir gehören. Dein Herz, ich sehne mich danach. Und doch erwidert es meine Liebe nicht. Du denkst nur an deine kalte, tote Ehefrau. So muss ich zumindest deinen Körper haben. Dein Kopf gehört mir. Schöner Kopf. Die Augen, die mich ablehnten, sind jetzt so süß. Hasse mich, wenn du willst. Missgönne es mir. Doch du wirst immer mein sein. Diese Geschichten sind Psycho. Absolut. Grausame Klage. Ein Samurai-Panzerhandschuh, der von einem grausamen Kommandanten getragen wurde. Eine Waffe aus einer schwarzen Ostrüstung. Ich nehme das Schwert und kämpfe für dich. Mein Herz kennt keine Furcht. Eine starke und reine Liebe hat es entflammt. Ich schwinge mein Schwert für dich, besude meine Ärmel mit Blut. Ich lächle, ist das Chaos auch noch so groß. Ich hebe mein Schwert für dich, unzählige Opfer. Ihre Todesschreie sind mein Schlaflied. Ich rufe, gib mir deinen Kopf. Fliehst du, fange ich dich und nehme ihn mir. Das alles tue ich für dich. Für dich. Für dich. Wo bist du? So, bevor wir zu den Maschinenwaffen kommen, machen wir Zwillingszahn. Eine gigantische Axt für die Götter. Eine verfluchte Axt, gesalbt mit Blut unschuldiger Zwillinge, um die Götter zu besänftigen. Zwillingsseelen wurden Zwillingsgöttern geopfert. Gebunden an ein unzerstörbares Schwert mit doppelter Schneide. Kam es zu Schaden, reparierte es sich selbst. Die bleiden Klingen trennten sich nie. Sie waren für immer zusammen. Die Seelen der Waffen sehnten sich danach, eins zu sein. Als Einheit alt zu werden und zu lieben. Das ist der Grund, warum wir beide dieselbe Person lieben. Ich bin ich. Ich bin ich. Sieh mich an. Sieh mich an. Liebe mich. Liebe mich. Hör auf, mir nachzusprechen. Tu ich gar nicht. Wir sind zusammen. Wir sind eins. Leben oder Tod. Ob wir unsere Feinde töten oder gar uns selbst. Unsere Körper werden eins sein. Für alle Zeit. Jemand trennt uns. Oh Gott, bitte helfe. Das habe ich aber, ne? Ja. Speer des Usurpators, Speer eines Prinzen zum Töten des Herrn. Das Double eines Prinzen nutzte dieses Speer, um seinen Mündel zu töten und fand dasselbe Schicksal. In einem fernen Königreich lebten ein, zwei Prinzen. Der Sohn der Königsgattin war klug, aber schwach. Der Sohn der zweiten Ehefrau des Königs war dämlich, aber charmant und ein begnadeter Krieger. Welcher Sohn sollte Thronfolger werden? Als der Tod des Königs auf dem Schlachtfeld bekannt wurde, erklärten sich beide zum nächsten wahren König. Versuchten die Leute hinter sich zu bringen. Inmitten dieser Krönungsschlacht erschien ein dritter Mann und behauptete, ein Prinz zu sein. Klug, fähig und tapfer stellte er die beiden einfältigen Brüder in den Schatten und wurde ein weiser, gerechter und geliebter König. Jahrzehnte später bekannte der König auf dem Sterbebett nicht königlichen Blutes, sondern ein bürgerlicher zu sein. Nach dieser Enthüllung störten die Leute die Burg und hängten ihren geliebten Herrscher an den Dachsparren. So, Engels Torheit und Dämonenschrei. Dann machen wir die Maschinenwaffen. Eine Waffe in Form von Engelsflügeln. Eine Waffe aus unbekannten Teilen, die heilige Flügel von Engeln darstellen soll.
Einst lebte ein Dämon, der eine Vorliebe für Engel hatte. Er träumte davon, an ihrer Seite Gott zu dienen und verfluchte, dass dies unmöglich war. Doch eines Tages kam er auf die Erde und brachte sich damit einen Schritt näher zum Himmel. Ein Engel wurde entsandt, um den Dämon zu töten. Als der Böse seinen Feind sah, brach er in Tränen aus und erklärte seinen Plan. »Bitte«, bettelte der Dämon, »du musst mir zwei eigene weiße Flügel geben.« Der Engel willigte ein, ihm weiße Flügel zu schenken. Dafür forderte er den Kopf eines anderen Dämons. Überglücklich tötete der Dämon einen der Seinen und riss den Kopf von noch warmen Leichnam. Der Engel gleitete den Dämon zum Himmel, wo er jahrhundertelang grausamste Torturen erleiden musste. Als der Schmerz übermächtig wurde, verlor er das Bewusstsein. Da wurden seine dunklen Flügel weiß, wie versprochen. Dämonenschrei, eine Waffe in Form von Dämonen, reißt 10. Eine Waffe aus einem nie gesehenen Reich, die die Klauen von Dämonen darstellen. Es war einmal ein sanfter Engel, der auf die Erde kam, um jeden in Not Erlösung zu bringen. Er war immer da, wenn man ihn brauchte, zum Heilen, Segnen oder Aufmuntern der Traurigen. Der Engel half jedoch auch Sündern und Nichtgläubigen, und das war verboten. Jedes Mal, wenn er dies tat, verlor er eine Feder von seinen prachtvollen Schwingen. Eines Tages traf der Engel auf ein junges, krankes Mädchen mit großen Schmerzen. Doch er konnte dem Kind nicht helfen, denn er hatte inzwischen alle Federn verloren. Der Engel verfluchte sich und die Grausamkeit der Welt. Sein Herz färbte Körper und Flügel gleichermaßen schwarz wie die Nacht. Unter Tränen aus Blut legte er dann seine Hände um den Hals des Mädchens. Maschinenschwert, ein Schwert der Maschinenwesen. Eine improvisierte Klinge vom Maschinenwesen. Es mag aus Müll bestehen, ist aber effektiv. Je mehr alte Aufzeichnungen ich über die Spezies Mensch lese, desto faszinierter bin ich. Wir Biomaschinen müssen tun, was wir können, um diese wertvollen Relikte und ihre Inhalte zu bewahren. Ihre Aufzeichnungen belegen, wie wichtig Raub und Fortpflanzung für das menschliche Überleben waren. Dennoch galten solche Handlungen als sündhaft. Warum wohl? Ich habe heute ein berühmtes Menschenbuch gefunden. Auch nach 10-maligem Lesen erkenne ich keinen Sinn darin. Was macht es wohl so interessant? Heureka! Offenbar lag die Antwort direkt vor meinen Augen. Ich bin einfach unfähig, irgendwas über die Menschheit und die Welt im Allgemeinen zu verstehen. Ach, wie wunderbar es ist, in einer geheimnisvollen Welt zu leben. Maschinenaxt. Eine Axt der Maschinenwesen. Diese Axt eines Maschinenwesens besteht zwar aus Schrott, kann aber heftig zuschlagen. Menschen kämpfen. Warum? Warum Menschen lieben? Warum tun Menschen sich zusammen? Du, warum lebst du? Maschinenspeer? Ein Speer der Maschinenwesen, aus speziellem Schrott hergestellt, um Androiden zu zerstören. Ein Speer der Maschinenwesen. Mein Name ist Plato 1728. Ich bin eine defekte Maschine. Ich wurde für den Kampf entwickelt. Jetzt weiß ich auch, warum ich den Namen kannte. Aber ich kann keine Waffen nutzen. Alle machen sich über mich lustig und mein Leben ist schrecklich. Ich bin eine dumme Maschine. Ich habe mich in einer Schlacht verlaufen und gelangte zu einer Art Fabrik. Dort fand ich einen ganzen Haufen weggeworfener Puppen. Sie teilten mein Schicksal. Ich bin eine dämliche Maschine. Heute musste ich bei der Fabrik kämpfen. Die Puppen wurden alle völlig zerstört. Denn meine Freunde und Feinde können nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich aktivierte meine Kanone und schoss alle dort. Ich weiß nicht genau, warum ich das tat. Ich weiß nur, dass ich beschloss zu kämpfen, denn ich bin nur eine dumme, fehlerhafte Maschine. Maschinenköpfe. Eine Waffe aus dem Kopf eines Maschinenwesens. Eine Faustwaffe in der Form von Maschinenköpfen. Einfach, aber dank ihrer Masse stark. Mir fehlen Teile. Ich bin nutzlos. Meine Existenz ist überflüssig. Ich habe mich so bemüht. Mami. Und Emils Kopf. Waffen in Form von Emils Kopf. Waffen in Form von Emils Kopf aus einem unbekannten Einzelelement hergestellt. Zweiter 9.
12422. Ich habe bestätigt, dass Maschinenwesen, die von Aliens freigelassen wurden, ihr Netzwerk wieder aufgebaut haben. Ich sehe auch wieder Einheiten, die fliegen können. 15.10.12422. Ich entstand von einer Woche neu. Daher habe ich keine klare Erinnerung an die Zeit davor. Ich frage mich, wohin das Original vor all diesen Jahrtausenden verschwunden ist. 14.12.12422. Ich habe bestätigt, dass der als 25. nach mir Geborene seine biologischen Aktivitäten eingestellt hat. Wir können neu entstehen, ja, doch vom Tod bleiben wir nicht verschont. 19.01.12423. Unsere Erinnerungen sind lediglich Kopien, daher sind sie ungenau. Diese Androidin in Schwarz, ich kenne sie von früher. Sie schien verwirrt, aber ich kann mich an nichts erinnern.